Ich begrüße Sie zum heutigen Webinar zum Thema Sub-Identity Management, HR-basierte Lifecycle-Prozesse. Ganz kurz zum Ablauf. Wir haben eine kleine Agenda, praxisorientierte Beispiele. Vorab nochmal ein paar organisatorische Dinge und ein paar technische Informationen. Dann direkter Einstieg in Beispiele für Prozesse, Ziele einer ersten Phase und mögliche Erweiterungen, zu klärende Fragestellungen und auch Dinge, auf die man achten sollte und zum Abschluss dann Ihre Fragen. Sie als Teilnehmer sind während der Präsentation stumm geschaltet. Sie können für Fragen die Chat-Funktion des Webinars nutzen. Zum Ende des Webinars gehen wir gesammelt auf die eingegangenen Fragen ein, die mein Kollege im Hintergrund notiert. Kurz zur IB Solution. Wir haben mehrere Standorte in Deutschland. Zum einen in Nordrhein-Westfalen in Neuss, dann unser Hauptsitz in Heilbronn und ein Sitz in München. Darüber hinaus noch Büros in der Schweiz in Zürich und in Bulgarien in der Hauptstadt Sofia. Unsere Hauptberatungsschwerpunkte sind Business Intelligence, Prozessoptimierung und Technologieberatung. Wir befinden uns hier im Bereich der Prozessoptimierung mit dem Sub-Identity Management heute als Thema. Das Spezialwissen jeweils aus den Bereichen hier nochmal aufgelistet, wie gerade schon gesagt, Identity Management, Compliant Identity Management ist das Thema heute aus dem Bereich Prozessoptimierung. Wir haben in den letzten Jahren dort in dem Umfeld mehrere Projekte gemacht und unsere Verhaltenssätze, Grundsätze sind hier nochmal aufgeführt. Gut. Bevor ich mit dem technischen Überblick starte, noch ganz kurz zu meiner Person. Ich bin seit fast 6 Jahren bei der IB Solution als Solution Architect und Project Manager im Bereich Identity Management unterwegs, dementsprechend bei vielen der Kunden in laufenden Prozessen, laufenden Projekten eingebunden und auch in vielen Erweiterungen, die unsere Kunden durchführen. Und dort nicht nur eben halt als Projektmanager, sondern auch als Architekt unterwegs. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Veranstaltung. Wir wollen Ihnen einen kleinen Überblick darüber geben, was es heißt, Identity Lifecycle Prozesse HR-basiert zu implementieren. Konzentrieren uns dabei auf ein paar wesentliche Prozesse, heben nicht zu tief ab und das Ganze hat letztlich zum Ziel, Ihnen zu zeigen, dass wir mit wenig Aufwand eine schnelle Lösung für Basisprozesse umsetzen können, mit dem entsprechend Resultate erzielt werden. Kurz dazu ein technischer Überblick. Wir reden hier tatsächlich über den Lebenszyklus einer Identität im Unternehmen, angefangen von der Einstellung über Karriere, durch Beförderung, über Abteilungswechsel, mögliche Pausen, die man einlegt, bis hin zum Austritt aus dem Unternehmen und möglichen Wiedereintritt nach einer entsprechenden Zeit. Kurz zum SAP-NetWeaver Identity Management als solches, besteht aus mehreren Komponenten. Zum einen die Identity Center Datenbank als Kernstück des Identity Managements. Dort werden alle Daten und die Konfigurationen gehalten. Es gibt eine entsprechende Workflow-Benutzerschnittstelle und ein User Interface. Dann eine entsprechende Management-Konsole, mit der die ganze Konfiguration gemacht wird. Laufzeitsystem und Ereignisüberwachung. Wir konzentrieren uns jetzt gleich im Rahmen der technischen Überblicks nochmal auf den Teil SAP-HCM und das, was dort tatsächlich als Konfiguration gemacht werden muss, um dort Daten aus dem HCM ins IBM zu übertragen.
Die Schnittstelle zwischen diesen beiden ist das sogenannte Virtual Directory Server, der VDS, kurz genannt. Der VDS bietet die Möglichkeit, über das Protokoll LDAP auf das Identity Management zuzugreifen, dort Daten einzupflegen, beziehungsweise dort Daten auch auszulesen. Die Standardschnittstelle zwischen dem SAP-HCM und dem SAP-IDM ist eben halt genau das Thema LDAP. Das ist das, was die SAP empfiehlt. Vorteil dabei ist, ich kann die Steuerung von Berechtigungen etc. aus dem HCM direkt dort übernehmen, muss nicht ein SAP-Identity Management mit Berechtigungen ausstatten, auf das HCM zuzugreifen, was bei einigen Unternehmen durchaus immer wieder die Fragestellung ist, welche Berechtigungen muss ich denn da vergeben, damit ein IDM darauf zugreifen kann, und das darf nicht zu weit gehen. Daher eben halt an der Stelle der empfohlene optimale Weg, aus dem HCM ins IDM reinzuschreiben und die Berechtigung im HCM zu lassen. Was muss ich bei der Konfiguration im HCM alles beachten? Letztlich ist die Dokumentation der SAP dort mittlerweile so gut beschrieben, dass ich mich da komplett Schritt für Schritt durchhangeln kann. Ich habe eine Reihe von Transaktionen, die ich benutzen muss, die SQ01, KL LDAP Map, LDAP SN59, der SA38, um dort Daten zu extrahieren. Wir gehen da gleich nochmal ganz kurz auf die wesentlichen Konfigurationsschritte ein, weil die einfach hier essentiell sind. Berechtigung, ja, da sind wir genau beim richtigen Thema. Wenn ich das dem HCM zuerst konfiguriere, benötige ich natürlich Berechtigung, um diese dort aufgeführten Transaktionen komplett zu nutzen. Bei einigen Kunden zeigt sich, dass man mit hoch ausgestatteten Berechtigungen natürlich am schnellsten vorankommt. Ja, deswegen auch der kleine Smiley. Sie können sich vorstellen, mit einem SAP-All kann man da relativ viel anstellen. Letztlich wird ein Transportauftrag erstellt in der Entwicklungsumgebung des HCM, mit dem ich dann eben halt diese Konfiguration auch durch verschiedene Ebenen transportieren kann. Fallstricke, die uns dabei begegnen, zum einen natürlich die Anpassung der LDAP-Query muss entsprechend erfolgen, dass ich meine Daten auch bekomme, und zwar die Daten, die ich haben will. Es gibt eine Standard-LDAP-Query, die die SAP ausliefert, die zum Beispiel Maßnahme, Primary-Date, Final-Date etc. nicht betrachtet, beziehungsweise Felder betrachtet, die für uns möglicherweise im jeweiligen Projekt nicht interessant sind. Dann habe ich bei den einzelnen Attributen und natürlich den Inhalten den Datenschutz zu beachten, also Kunden, bei denen das Geburtsdatum zum Beispiel in gewisse Zielsysteme geschrieben werden soll. Das ist zu beachten. Geburtsdatum selber ist entsprechend schützenswert, genauso wie die Gründe für eine entsprechende Maßnahme, die für einen Mitarbeiter durchgeführt wird. Im Gegensatz zum Maßnahmencode, auf den möglicherweise ein Prozess reagiert, ist der Maßnahmengrund als solches eben als schützenswert und darf möglicherweise auch nicht weitergegeben werden. Daher beschränken wir uns auf nur benötigte Felder. Private Kontonummern, Adressen etc. haben aus dem HR ins SAP-IDM eigentlich keine Verwendung, und daher lassen wir die außen vor. Dazu benötige ich eine gewisse Kenntnis der Infotypen und der organisatorischen Attribute. Es werden auch organisatorische Attribute mit übertragen, die im weiteren Verlauf der Berechtigungsvergabe des Identity Lifecycles entsprechend wichtig sein können. Ein Beispiel für eine solche Information ist zum Beispiel die Mitgabe der Personalnummer des Vorgesetzten, damit ich dann auch entsprechend im IDM den Vorgesetzten ermitteln kann für weitere Freigaben etc. Wir sehen das gleich nochmal, wenn wir auf die einzelnen Prozesse kommen. In der Konfiguration selber der LDAP-Query, ich habe hier ein Beispiel aufgelistet, kann ich auswählen, welche Felder aus den einzelnen Infotypen berücksichtigt werden. Sie sehen diese grün markiert. In der Standard-Query sehen Sie oben Maßnahmenart und Maßnahmengrund ist nicht ausgewählt. An der Stelle eben halt tatsächlich
die Query zu verändern und sagen, okay, diese Informationen brauche ich, um letztlich auch meine Prozesse darauf starten zu lassen. Weitere Felder natürlich, je nachdem, welche Infotypen etc. Sie benutzen wollen. Ganz wichtig auch der Infotyp 105, in dem Kommunikationsdaten hinterlegt sind, Login-ID für ein ESS-Szenario, Mailadressen etc., können dann rückwirkend aus dem Identity Management nachträglich auch befüllt werden, was bei einer Einstellung für ein ESS-Szenario dann auch absolut notwendig wird. Dazu steht eben halt auch eine Lösung zur Verfügung. In der weiteren Konfiguration habe ich dann über die Transaktion HR-LDAP-Map ein entsprechendes Mapping durchzuführen. Hierbei muss ich entsprechende Sorgfalt walten lassen, die eben in den Infotypen ausgewählten Attribute richtig aufführen, auswählen und dafür sorgen, dass dieses LDAP-Mapping auch übereinstimmt. Selbst kleinste Schreibfehler führen dazu, dass die Kommunikation zwischen dem HCM und dem IDM an der Stelle für einen Extrakt nicht funktioniert und man begibt sich auf eine langwierige Fehlersuche. Dann habe ich natürlich eine LDAP-Konfiguration im HCM zu hinterlegen, um zu sagen, okay, wohin verbinde ich mich denn letztlich? Ja, wo ist mein LDAP-Empfangsteil? In dem Fall eben tatsächlich der VDS. Und in dieser LDAP-Konfiguration muss ich leider, und das ist der Standardweg der SAP, hier nochmal ein zweites Mapping durchführen. Auch hier habe ich wieder genauso auf die Korrektheit zu achten, auf die richtige Bezeichnung, auf die Struktur letztlich der Infotypen und der Attributierung. Sonst habe ich auch hier an der Stelle eine Fehlerquelle üblicherweise, warum die Kommunikation ins IDM nicht funktioniert und eine Übertragung von Stammdaten da nicht durchgeführt werden kann. Als letztes führe ich natürlich einen solchen Extrakt durch, in dem Fall über eine SA38 direkt, wobei ich entsprechend das Programm aufrufen kann und dann eine Personalnummer für eine Einzelübertragung oder einen Bereich mitgeben kann von Personalnummern, um dort eben halt auch größere Datenmengen zu übertragen. Das, was man letztlich dann im produktiven Umfeld tut, ist diese Übertragung zyklisch einzuplanen für alle Personalnummernbereiche, die man betrachten möchte. Zyklische Einplanung kann hier sein zwischen 24 Stunden, 12 Stunden, 6 Stunden, je nachdem, wie häufig man das haben will. Und für dringende Aktionen kann ich natürlich dann auch wieder hingehen und einzelne Bereiche über die SA38 direkt übertragen, wenn es mal eilig ist. So, jetzt habe ich diesen Konfigurationsschritt zunächst mal erklärt. Warum ist es an der Stelle so wichtig? Das ist die Basis dafür, dass ich überhaupt meine HR-basierten Prozesse aufsetzen kann und somit eben halt auch aus HR den entsprechenden Trigger bekomme für einen weiteren Prozess, der im Identity Management stattfindet. Mein Anliegen hier an der Stelle war nochmal, Knackpunkte aufzuzeigen an den Stellen, wo in den meisten Fällen tatsächlich auch in der Umsetzung Fehler gemacht werden, wo Daten fehlen oder wo es dazu kommt, dass Übertragungen ins IDM nicht stattfinden. Der VDS selber schleust das Ganze an Daten nur durch, verarbeitet sequenziell die dort eingehenden Datensätze und schreibt sie in einen Zwischenbereich des Identity Managements, wo sie dann weiterverarbeitet werden. Und über die Weiterverarbeitung, da werden wir uns jetzt unterhalten, wenn wir tatsächlich an die praxisorientierten Beispiele gehen. Drei Prozesse habe ich ausgebildet. Das sind drei Prozesse, die wir standardmäßig in ersten Projektphasen bei unseren Kunden umsetzen, die auch eine entsprechende Gewichtung haben. Alleine Eintritt und Austritt, HR-basiert, bringt den meisten Kunden natürlich einen wesentlichen Vorteil,
weil in vielen Situationen gerade beim Eintritt häufig zu spät informiert wird, Mitarbeiter dadurch nicht direkt am ersten Tag arbeitsfähig sind oder beim Austritt überhaupt keine Information erfolgt und damit Accounts weiter nutzbar bleiben und somit eben halt auch potenzielles Risiko und potenzielles Sicherheitsloch darstellen. Wenn wir uns auf die jeweiligen Prozesse konzentrieren, nochmal kurz zur Beschreibung, ausgehend von den Maßnahmen, die ein HR-Mitarbeiter bei einem Personenstammsatz im HCM pflegt, können wir eben Identity Management entsprechende Prozesse starten. Die Beispiele haben wir auch schon aufgeführt. Jeweils relevant sind natürlich auch Start- und Enddatum eines jeweiligen Prozesses. Die Maßnahmencodes sind hier nochmal als Beispiel aufgeführt. Es gibt darüber hinaus natürlich noch viele weitere Codes, die berücksichtigt werden können und auch in unterschiedlichen Kundenszenarien Berücksichtigungen finden, die aber möglicherweise auf einen gleichen Prozess münden. Wenn wir uns im Detail mal den Eintrittsprozess anschauen, nochmal Step by Step, das sind die einzelnen Schritte, die in diesem Prozess zu berücksichtigen sind. Und wenn wir die nochmal ganz kurz durchgehen, ja, ich habe einen neuen Stammsatz im HR, der wird erstellt von einem HR-Mitarbeiter und er wendet darauf eine entsprechende Maßnahme, eben mal die Maßnahme 1 Einstellung an. Daraufhin wird im Hintergrund natürlich dann über den zyklischen Export dieser Datensatz ins Identity Management gebracht. Das Identity Management stellt fest, ich habe einen neuen Mitarbeiter hier, prüft, ob das auch wirklich so ist. Einmal durch unterschiedliche Kriterien. Ich kann die Personalnummer prüfen, Name, Vorname etc. Und kann somit feststellen, ob das eine Identität ist, die neu ins Unternehmen kommt oder nicht. In dem Fall gehen wir davon aus, dass es so ist, haben dann eine inaktive Identität direkt erstellt, versenden eine Info-Mail an einen Vorgesetzten und erstellen eine Freigabeaufgabe für diesen Vorgesetzten mit der Bitte zu bestätigen, dass dieser Mitarbeiter zum jeweiligen Datum anfängt. Der Einfachheit halber ist in den meisten Situationen mit dieser Freigabe auch gleichzeitig die Erstellung von Basisberechtigungen verbunden, zum Beispiel eines AD-Accounts, was wir dann im Schritt 4 haben. Wenn der Vorgesetzte an der Stelle sagt, ja, das stimmt so nicht, das kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen kann es sein, dass der Mitarbeiter überhaupt keinen PC-Arbeitsplatz benötigt und somit eben halt auch keine Zugriffe. Zum anderen kann es sein, dass er sagt, okay, an der Stelle, das ist kein neuer Mitarbeiter, sondern ein Wiederantritt und wir müssen einen anderen Prozess initiieren. Wenn der Vorgesetzte dem Ganzen zustimmt, dann sind die Punkte 4, 0, 4, 1 und 4, 2 komplett automatisiert über das IDM abzuhandeln und stellen hier nur ein Beispiel dafür ein. Minimalen Ansatz zu sagen, okay, ich kann den Mitarbeiter möglichst schnell mit Basisberechtigungen versehen. Ja, in dem Fall tatsächlich der AD-Account, wie üblich, der Versand von Zugangsdaten, also dem User und dem Passwort, an den Vorgesetzten. In dem Fall andere Kunden sagen auch, dass das nicht sicher genug ist. Man sollte bitte diese Info-Mail an einen bestimmten administrativen Bereich schicken, der tütet das Ganze in einen Umschlag ein und stellt den Mitarbeiter bei Einstellung zu. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja, weitere Berechtigungen können erteilt werden, ebenso wie automatisch zum Beispiel ein Mailpostfach erstellt werden kann. Und der Punkt 5, den wir ganz unten sehen, ist auch als Beispiel aufgeführt. Ein Key-User hätte dann im Anschluss die Möglichkeit, mit einer bestehenden Identität weitere Berechtigungen zu beantragen, zum Beispiel für Applikationen SAP, Berechtigungen, ein ESS-Szenario anzustoßen, wenn nötig, oder. Ja, die Erweiterungen dort sind vielfältig.
Das, was wir hier haben, worauf wir uns konzentrieren, ist, ich will den Mitarbeiter möglichst schnell A, natürlich mit Basisberechtigungen versehen und B, für die weitere Verarbeitung ins Identity Management bekommen. Wie ich schon mal gesagt, habe ich einen entsprechenden HR-Export, der zyklisch abläuft, nochmal als Beispiel aufgeführt. Und was passiert dann? Ja, wie auch dort bereits schon mal aufgeführt, ja, der Vorgesetzte bekommt eine entsprechende E-Mail mit einer Freigabe. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel aufgeführt. Im Identity Management Bereich, im zu erledigen Bereich, habe ich eine entsprechende Aufgabe, einen Antrag für einen neuen Mitarbeiter, der wurde auch HR initiiert. Und unten sehe ich die entsprechende Freigabeaufgabe. Sie werden mir verzeihen, wenn ich da Daten ausgegraut habe, dass man die nicht lesen kann. Ich habe natürlich hier aus diversen Situationen, aus rechtlichen Situationen, die Notwendigkeit gesehen, da nicht reale Daten anzuzeigen. Ja. Letztlich, das, was passiert ist, ich habe hier nur noch eine Freigabe, die ich abteilen muss. Danach wird automatisiert vom IDM der restliche Prozess abgearbeitet. Ich bekomme meine Informationen darüber, wenn ein entsprechender Account angelegt ist, dass der Mitarbeiter sich damit anmelden kann. Das ist die einfache und schnelle Darstellung des Prozesses Eintritt. Wo es schon explizit komplexer wird, ist das Thema organisatorischer Wechsel. Ich habe hier auch wieder aufgelistet die entsprechenden Prozessschritte, die wir zugrunde legen für den Basisprozess. Auch das ist ja ein Beispiel aus vielen Kundensituationen, wo wir zumindest einen abgebenden und einen aufnehmenden Vorgesetzten jeweils mit Informationen versorgen. Initiiert das Ganze im Step 1 durch den HR-Mitarbeiter, der auch wieder eine entsprechende Maßnahme anwendet auf den Personalstammsatz. Dabei wird mitgegeben, ab wann denn dieser Abteilungswechsel gültig ist oder der organisatorische Wechsel gültig ist. Durch den zyklischen Abgleich kommt das Ganze dann in Schritt 2 wieder ins Identity Management. Das Identity Management hat hier auch wieder die Möglichkeit, den Vorgesetzten darüber zu informieren, dass das Ganze aus HR initiiert wurde. Der abgebende Vorgesetzte definiert üblicherweise eine Karenzzeit, in der aktuelle Rechte auch nach dem Abteilungs- oder organisatorischen Wechsel noch gültig sind. Diese Karenzzeit selber ist ein absolutes Kann und kein Muss. Wir haben jedoch in den meisten Situationen in der Praxis erfahren, dass jemand aus Übergabegründen und weiteren Gründen organisatorischer Art durchaus noch für seine alte Abteilung tätig ist, obwohl er der neuen schon zugeordnet ist. Und somit macht eine Karenzzeit für bereits erteilte Rechte durchaus Sinn. Der aufnehmende Vorgesetzte würde letztlich darüber informiert und hat die Möglichkeit, die Bestätigung zu erteilen für die Karenzzeit oder diese abzulehnen. Die Bestätigung in dem Falle sinnvoll, damit die beiden Vorgesetzten, also der aufnehmende und abgebende Vorgesetzte, sich nochmal darüber einig werden, ja, welche Tätigkeiten denn da tatsächlich noch durchgeführt werden müssen. Sollte hier ein Dissens entstehen, kann man den offline klären. Sollte hier nicht die Möglichkeit geschaffen werden, dass man ein Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden Vorgesetzten initiiert, dass jeder die vorgegebene Karenzzeit immer wieder ändern kann, dann komme ich mit meinem Prozess nie zu Ende. Deswegen nur die Möglichkeit zu bestätigen oder abzulehnen und nicht durch den aufnehmenden Vorgesetzten zu ändern. Der aufnehmende Vorgesetzte kann aber auch nur eine Info-Mail bekommen für den Fall, dass der abgebende Vorgesetzte gar keine Karenzzeit auswählt. Demnach ist der Prozess dann entsprechend vereinfacht. Das Identity Management wird dann im Hintergrund entsprechende Prüfungen einplanen für diese Karenzzeit und zum Ende der Karenzzeit beziehungsweise dann tatsächlich zum Wechseldatum in die neue Organisationseinheit
sorgt das IDM dafür, dass die bestehenden Rechte, also die aus der alten organisatorischen Zuordnung, entzogen werden und dass Mitarbeiterstammdaten entsprechend der organisatorischen Zuordnung geändert werden. Was dann hier nicht Bestandteil ist, was aber als Prozessschritt mit aufgeführt wird, ist, dass der Mitarbeiter natürlich mit neuen Berechtigungen ausgestattet werden muss. Das läuft üblicherweise über einen Berechtigungsantrag, den der neue Vorgesetzte oder ein Key-User ausfüllen kann, ähnlich wie das auch im letzten Schritt des Eintrittsprozesses aufgelistet wurde. Als Darstellung dessen, was das tatsächlich jetzt noch an Interaktion bedeutet, durch die jeweiligen Vorgesetzten, mal ein komplexeres Beispiel als Screenshot dargestellt, wie ein organisatorischer Wechsel aus HR initiiert im IDM letztlich dargestellt werden kann. Sie sehen hier unten ein Datum für die Durchführung des organisatorischen Wechsels, die Möglichkeit, die Karenzzeit zu definieren und dann auch aufgelistet jeweils alte und neue organisatorische Werte. Auch dabei zu berücksichtigen ist, dass es durchaus in Firmengruppen auch zu Wechsel innerhalb von ja, Firmenbereichen kommen kann, sodass man innerhalb einer Unternehmensgruppe von einer in die andere Firma wechselt. Ja, auch sowas wäre hierüber mit abzudecken. Und das ist letztlich das, was der abgebende Vorgesetzte definiert. Er gibt hier eine Karenzzeit mit. Er kann sich auch über entsprechende Anzeigen angucken, welche Berechtigung hat der Mitarbeiter aktuell eigentlich, um das Ganze auch entsprechend zu definieren. Dann wird nach Absenden auch der aufnehmende Vorgesetzte wiederum per E-Mail darüber informiert und hat auch dann einen entsprechenden Genehmigungsschritt durchzuführen, der glücklicherweise dem Ganzen nicht viel anders aussieht. Das Einzige, was wir hier natürlich anders haben, ist entsprechende Berechtigung bzw. eine entsprechende Anzeige einer Karenzzeit. In dem Fall entsprechend 4 Tage, was relativ kurz ist. Man kann es auch als Datumsfeld definieren. Hier ist ein entsprechender Zeitraum angegeben in Tagen. Ansonsten hat der aufnehmende Vorgesetzte hier keine weiteren Informationen in der Anzeige, außer natürlich, dass er sich auch ansehen kann, welche Berechtigung hatte der Mitarbeiter eigentlich. Wird hier eine Ablehnung durchgeführt, heißt das nur letztlich, dass die Karenzzeit nicht akzeptiert wird und somit eine Zug von Berechtigung direkt zum Datum des organisatorischen Wechsels durchgeführt wird. So, der dritte Prozess, letztlich auch ein entscheidender und wichtiger Prozess, in vielen Situationen, ich habe es schon mal angesprochen, bekommen IT-Abteilungen, administrative Stellen keine Informationen darüber, wenn Mitarbeiter austreten oder wann das genau passiert. Hier habe ich natürlich dann die Möglichkeit, über eine solche Maßnahme, über ein solches Event im HCM, im Identity Management dann einen entsprechenden Prozess zu starten und auch entsprechende Informationen zu verteilen. Das heißt, ich habe auch hier wieder meinen ersten Schritt initiiert durch den HR-Mitarbeiter, die Austrittsmaßnahme, die am jeweiligen Personalstammsatz durchgeführt wird. Dabei ist natürlich entscheidend, dass aber auch ein Datum mitgegeben wird, zu wann dieser austritt. Und das ist an der Stelle das rechtliche Datum, stattfindet. Ja, also letztlich ein Vertragsende. Und möglicherweise ist dieses Vertragsende nicht genau das Austrittsdatum, wann der Mitarbeiter tatsächlich seinen letzten Arbeitstag hat. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das Identity Management bekommt dann über den zyklischen Abgleich aus dem HCM wieder diese Informationen, aktualisiert die Identität und setzt dort entsprechend das Austrittsdatum. Mit dem Setzen des Austrittsdatums an die Identität ist in den meisten Fällen auch verknüpft, dass dieses Austrittsdatum den Zielsystemen weitergegeben wird. Ich somit in einem SAP oder einem Active Directory
auch eine Gültigkeit für den Account gesetzt bekomme und somit eben halt auch verhindere, dass dieser Account nach Ablauf dieses Datums nutzbar ist. Das alleine schon nur durch Setzen des Austrittsdatums und somit eine gewisse Grundsicherheit gegeben, die ich damit implementiere. Der entsprechende Vorgesetzte bekommt wieder die übliche Infomail und hat damit die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bestätige diesen Austritt. Über dieses Freigabeformular hat er zudem die Möglichkeit, ein vorzeitiges Sperrdatum zu setzen. Vorzeitiges Sperrdatum ergibt sich relativ schnell, wenn wir an ein Vertragsende 31.12. denken, ist häufig kurz vor Weihnachten der letzte Arbeitstag gekommen. Rechnen wir noch ein paar Urlaubstage dazu, kann das auch schnell mal ein 15.12. sein. Und der Vorgesetzte möchte gerne dafür sorgen, dass an diesem Datum, in diesem vorzeitigen Sperrdatum, eine entsprechende Aktion stattfindet, zumindest die Berechtigung oder die Zugriffe zu sperren und somit ja, dafür zu sorgen, dass der Sicherheit auch entsprechend Genüge getragen wird. Das Identity Management selber reagiert auf zum einen dieses vorzeitige Sperrdatum durch mögliche administrative Sperre der entsprechenden Accounts und nachfolgend mit dem Austrittsdatum, mit dem eigentlichen Austrittsdatum, können weitere Aktionen durchgeführt werden. Häufig ist es so, dass es dann zu kompletten Entzug von Berechtigungen kommt, eine Abgrenzung der Accounts durchgeführt wird, sofern nicht bereits erfolgt. In einigen Kundensituationen haben wir im Active Directory den Entzug der Rechte und das Verschieben in eine sogenannte inaktive UU, wo Mitarbeiter aufgelistet sind, die nicht mehr aktiv sind oder Accounts aufgelistet sind, die nicht mehr aktiv sind. Entsprechend ist natürlich sicherzustellen, dass auch eine Berechtigungsvergabe in Zukunft dann auch verhindert wird an diesen Account. In vielen weiteren Situationen gehen die Kunden im Nachgang hin und haben manuelle Nacharbeiten, die sie zunächst durchführen, die man in einem späteren Prozess oder Projektschritt dann auch automatisieren kann. Als Beispiel sei hier genannt das Löschen eines Home-Shares oder das Löschen des jeweiligen Mail-Postfachs nach Ablauf einer gewissen Frist. Was auch aber relativ selten vorkommt, ist tatsächlich auch das Löschen der jeweiligen Accounts im SAP oder im Active Directory. Letztlich hat man im Identity Management an der Identität selber alle historischen Werte gespeichert, sodass auch eine Nachvollziehbarkeit gegeben ist. Trotzdem gehen viele Kunden hin und lassen diese Accounts im SAP und im Active Directory bestehen, ohne dass irgendwelche Berechtigungen zugeordnet sind. Auch hier haben wir wieder relativ wenig Interaktion mit dem Vorgesetzten, wie bereits aufgeführt. Hier ein entsprechender Bildschirm, der die Freigabe des Mitarbeiters Austritt anzeigt. Keine Bange, das ist hier ein fiktiver Name, deswegen ist er auch stehen geblieben. Wie Sie sehen, habe ich ein entsprechendes Austrittsdatum definiert und kann ein vorzeitiges Sperrdatum mitgeben. Interessanterweise ist es hier in der Zukunft, also nach dem eigentlichen Austritt, was nicht sein sollte, sondern eher vorher. Was aber letztlich dann dazu führt, dass eine vorzeitige Sperre durchgeführt wird. Auch darüber bekommt der Vorgesetzte dann entsprechende Informationen. Das heißt, als Folge seiner Genehmigung, die er hier erteilt, also seiner Bestätigung, die er hier erteilt, für den Mitarbeiter Austritt, als Folge dessen wird eine Sperre durchgeführt und über diese Aktion, die Sperre, die durchgeführt wird, bekommt er dann auch noch eine entsprechende E-Mail, die ihm das bestätigt, dass das auch passiert ist. Ganz wichtig an der Stelle, es gibt auch die Möglichkeit für den Vorgesetzten zu sagen, nein, das ist nicht korrekt, dein Mitarbeiter tritt nicht aus. Das wäre zum Beispiel die Situation, wenn es um eine Verlängerung eines Zeitvertrages geht
31.12. Wäre letztlich das Ablaufdatum dieses Vertrages. Eine solche Information würde an den Vorgesetzten gehen und er würde quasi erinnert werden, hallo, du musst dich noch um die Verlängerung des Vertrages kümmern. Und somit könnte er hier an der Stelle sagen, okay, ich weise das Ganze zurück, es soll keine Aktion stattfinden. Ich muss mit der HR-Abteilung noch über die Verlängerung des Vertrages reden. Und dadurch würde sich dann über ein Update auch das Austrittsdatum des Mitarbeiters im HCM verändern und somit dann auch im Identity Management wieder aktualisiert werden. Der ganze Prozess könnte dann entsprechend zu diesem neuen Austrittsdatum dann erneut gestartet werden. Das sind in aller Kürze die drei wesentlichen Prozesse, die ich Ihnen heute näher bringen wollte. Kommen wir zu den Zielen einer ersten Phase und möglichen Erweiterungen. Als erste Ziele sind natürlich zu nennen, ich habe kontrollierte, dokumentierte Prozesse, speziell für den Ein- und Austritt. Ich habe die Nachvollziehbarkeit gewährleistet, indem ich im Identity Management diese Prozesse natürlich dokumentiere, entsprechend die Freigaben dokumentiere und natürlich auch mögliche textuelle Dinge, ja, ich kann natürlich auch Texte aufführen, wo entsprechende Bemerkungen mit aufgeführt sind. Ich habe die Möglichkeit, beim Prozesseintritt für eine schnellere Einstellung zu sorgen. Ich habe eine direkte Anlage von Accounts, ich kann Basisberechtigungen vergeben und somit dafür sorgen, dass der Mitarbeiter möglichst zügig arbeitsfähig ist, zumindest zu einem gewissen Teil. Und von dort aus dann eben halt auch übers Identity Management weiter berichtigt werden kann. Als nächstes habe ich beim Prozessaustritt eine erhöhte Sicherheit, die eintritt, alleine dadurch, dass ich natürlich die Aktualisierung des Austrittsdatums aus dem HR bekomme und somit für eine Abgrenzung oder eine Sperre sorgen kann. Und im Falle natürlich dann des durchgeführten kompletten Austrittsprozesses auch dafür sorgen kann, dass Berechtigungen, Rollen etc. entzogen werden. In einer ersten Phase beschränkt man sich meist darauf, das so zu tun, weil wir damit bereits einen großen Vorteil haben und zusätzlich natürlich auch Informationen versenden können. Im Nachgang können durchaus nach Phase 1 noch manuelle Aktionen stattfinden, wie bereits vorhin erwähnt. Und ich habe über diesen gesamten Prozesse einen entsprechenden Informationsfluss, sowohl per E-Mail als auch eine Dokumentation der jeweiligen Antragsprozesse im Identity Management selber. Wenn wir dann über mögliche Erweiterungen nachdenken für eine weitere Phase, Phase 2, dann kann man sagen, in erster Linie diskutiert man entweder über die Erweiterung dieser bestehenden Prozesse, indem man zusätzliche Zielsysteme mit hinzufügt, die eine entsprechende Wichtigkeit besitzen, um auch dort möglichst schnell den Mitarbeiter arbeitsfähig zu machen oder eben mal sicherzustellen, dass bei Austritt die Berechtigungen entzogen werden. Häufig ist es auch so, dass man Informationen an zusätzliche administrative Stellen vergibt, um dort zum Beispiel Zutrittskarten zu erstellen, zu sperren oder Reisebuchungen zu ermöglichen oder diese eben halt auch wieder zu verhindern. Damit habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Informationen an diverse Stellen, möglicherweise auch an öffentliche Stellen zu versenden, wenn dem Ganzen eine Notwendigkeit unterliegt. Natürlich kann ich dann auch hingehen und sagen, ich kann eine Rechtevergabe anhand von organisatorischen Merkmalen realisieren, zum Beispiel eine Basisberechtigung für einen Standort, für eine Abteilung etc. Und diese Rechtevergabe dann natürlich bei Austritt auch wieder entziehen, beziehungsweise im organisatorischen Wechsel dafür zu sorgen, dass dies automatisch passiert. Das ist meistens auch einer der baldigen Schritte nach Umsetzung der Phase 1. Alternativ
Kann man in der nächsten Phase darüber nachdenken, zusätzliche Prozesse umzusetzen, zum Beispiel Namensänderung. Namensänderung bildet bei vielen Kunden immer noch einen Prozess, der durchaus wehtun kann, weil sich Accounts etc. Namensbezogen entwickelt haben beim Kunden und somit dann auch umbenannt werden sollen. Umbenennung kann ich aber nicht in jedem Zielsystem durchführen, deswegen automatisiert man gerne einen solchen Prozess. Allerdings gibt es dafür aus HR keine solche Maßnahme direkt, die man definiert hat, sondern es geht um eine Änderung der Werte, die das IDM letztlich erkennt. Alternativ, man kann über einen Prozess nachdenken der Abwesenheiten, Langzeitabwesenheiten, Krankheiten, Mutterschutz, Elternzeit etc. abdeckt. Hier bitte berücksichtigen, zum einen der Maßnahmengrund darf nicht immer offen durch die Welt getragen werden und zum anderen kann es durchaus sein, dass für diverse Abwesenheiten überhaupt gar keine Maßnahme durchgeführt werden soll, weil man wünscht eigentlich, dass der Mitarbeiter weiter erreichbar ist, dass er E-Mails lesen kann, dass er gewisse Dinge in Notfallsituationen vielleicht auch direkt am System tun kann. Hierbei bitte auch die rechtliche Situation berücksichtigen. Vielen Situationen schreibt der Gesetzgeber vor, dass das so natürlich nicht sein darf. Dennoch wird das häufig von Unternehmen geduldet. Dann vorhin schon mal beschrieben, ich kann auch an einen Unternehmenswechsel innerhalb einer Unternehmensgruppe denken, wenn dies mit einem organisatorischen Wechsel alleine nicht geplant ist. Diese Notwendigkeit, hier einen eigenen Prozess zu bilden, kann sich zum Beispiel daraus ergeben, dass ich zwei unterschiedliche HR-Systeme habe und somit mir tatsächlich überlegen muss, wie identifiziere ich denn, dass es sich hier um den gleichen Menschen handelt, der einmal im Unternehmensteil A und dann im Unternehmensteil B ist. Und natürlich dann noch der Prozess wieder eintritt, der häufig bei Kunden auch gefordert ist, Mitarbeiter, die das Unternehmen für eine Zeitspanne verlassen und dann nach 1, 2, 3 Jahren wieder ins Unternehmen kommen, die ich möglicherweise mit ähnlichen, gleichen oder auch komplett anderen Berechtigungen wieder ausstatten möchte, aber ich möchte sicherstellen, dass ich hier wirklich auch wieder mit der gleichen Identität im Identity Management arbeite, um die Historie dort auch vorzuschreiben. Zu klärende Fragestellungen, die in der Thematik zu berücksichtigen sind, ergeben sich relativ zügig. Zum einen die Einbindung der HR-Abteilung ist eine wichtige Fragestellung, die Kunden meistens haben. Wann soll man das tun?